Passing bezeichnet, dass Transfrauen im Alltag von Außenstehenden einfach nur als Frau wahrgenommen werden, ohne ihren Trans-Hintergrund. Für viele Transfrauen ist dies ein großer Wunsch, auch für unsere Interviewpartnerinnen. Wenn ich in Jeans und ungeschminkt und ohne Schmuck rausgehe, werde ich als Mann gelesen. Und das tut mir weh, weil ich ja kein Mann bin. Möchte er noch was bestellen? Ich bin kein Er. Aber das weiß derjenige nicht, der liest mich als Mann. Mir ist es schon wichtig, dass ich wahrgenommen werde als Mensch. Und mir ist wichtig, dass ich als Frau wahrgenommen werde. Genauso wichtig ist es für mich eben auch, als Frau wahrgenommen zu werden und nicht als war mal ein Mann oder umgebauter Mann oder was auch immer. Und manchmal guckt auch gar keiner und ich werde gar nicht gelesen und dann weiß ich, hey, ich bin angekommen. Ich gehe durch wie jede normale andere Frau auch. Natürlich ist das angenehm, nur noch als Frau erkannt zu werden und wahrgenommen zu werden. Aber für mich ist das gar nicht so wichtig. Ich bin inzwischen extrem stolz auf meine Transsexualität und auf das, was ich geschafft habe, wie ich inzwischen aussehe, wie ich diesen Weg gegangen bin. Ich werde nie im Leben nicht irgendwie nur noch als Cis-Frau versteckt irgendwo mein Leben leben wollen, sondern ich werde weiterhin natürlich die Frau mit transsexueller Vergangenheit sein. Ich bin heute hier, weil es ganz wichtig ist, als nicht-binäre Transperson in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Es gibt Menschen, die sind nicht intersexuell, finden sich trotzdem mit dem Geschlechtseintrag divers am besten beschrieben und ich bin einer davon. Ich bin heute hier auf der Transpride hier in Stuttgart, weil ich einfach das Thema der Transsexualität bzw. des TSG, also Transsexuellen Gesetz, in die Öffentlichkeit tragen will und für die Rechte kämpfen will. Katharina, Christine und Dana unternehmen viel, um das Thema Trans in der Öffentlichkeit präsenter zu machen und ihre Community zu stärken. Wie engagieren sie sich? Viele transidente Menschen, wenn sie so durch sind, sind sie Stealth. Da sind sie unsichtbar. Neuer Job, neue Beziehung, neue Stadt und dann leben die ihr Leben. Ich bin jemand, der will kämpfen, der will einfach sichtbar sein und er möchte auf einer Bühne stehen und er möchte einfach so ein bisschen die Fahne schwingen, hey, wir sind da und bitte wertet uns nicht ab, integriert uns, toleriert uns, das wäre sowieso gut und akzeptiert uns, das wäre noch besser. Ich versuche so oft und so viel wie möglich in den Medien zu sein, in Zeitungen, Fernsehen, Radio und so weiter. Ich bin in der Öffentlichkeit, ich bin eine von vielleicht 10 oder 15, die in Deutschland so stark präsent sind und das Thema so nach vorne bringen. Dann halte ich natürlich ganz viele Vorträge, Seminare und Workshops selber zum Thema Transsexualität und geschlechtliche sexuelle Vielfalt, Homophobie, Transphobie, Akzeptanz, Toleranz. Und bin bei IBM, Rewe, jetzt bei Siemens und habe Personaler geschult mit meiner Geschichte, dass sie diesen Diversity-Hintergrund bekommen, dass sie einfach mal aufgeklärt werden. Also ich schule auch Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen. Ich war schon öfter bei Pro Familia, Caritas. Wenn ich sie berührt habe mit meiner Geschichte, das ist so ein bisschen der Transport dazu, dann sind sie auch in sich toleranter, dann können sie mit umgehen. Ich begleite Menschen mit Trans-Hintergrund jeden Alters, von Einzelgesprächen über Telefonate, Chats, Hilfe bei Antragstellung, Hilfe bei Outing-Prozessen, beim Arbeitgeber, bei Schulen. Das ist inzwischen schon ungefähr 2 Jahre her. Da hat sich ein Transjunge, 14 Jahre alt, bei mir gemeldet und hat mich gebeten, ihm bei seinem Coming-out zu helfen. Und dazu sollte ich zu ihm an seine Schule gehen und vor seiner Klasse einen Vortrag halten. Und das habe ich auch getan natürlich, habe ich sofort zugestimmt und dann sind wir beide dahin gefahren und dann habe ich da meinen Vortrag gehalten und diese 13, 14-jährigen Schüler waren so interessiert und so fasziniert, die hingen regelrecht an meinen Lippen und haben dann zum Schluss auch so viele tolle, sinnvolle Fragen gestellt. Das fand ich unglaublich schön. Und dieser Transjunge, der hat sich dann im Anschluss vor seiner Klasse geoutet
Und das war ja einfach phänomenal, sehr bewegend. Ich bin gerne manchmal Mama und erzähle anderen jungtransidenten Menschen so ein bisschen, wie so ein Weg sein könnte, wenn man sieht, dass so ein bisschen auch die Irrungen und Wirrungen dann dabei sind. Ich habe im September 2016 eine eigene Selbsthilfegruppe gegründet, weil ich hier unten in der Gegend im südwestdeutschen Raum tatsächlich nichts gefunden habe. Ich wollte anderen transsexuellen Menschen, die vor dem gleichen Problem stehen wie ich, diese Hilfe anbieten. Die hat inzwischen über 60 Mitglieder. Wir haben Visagistinnen, die uns mit uns Make-up- und Schminkworkshops machen. Wir haben eine Stylistin. Es sind ein paar Eltern mit drin. Seitdem diese Selbsthilfegruppe existiert, schießen die transsexuellen Menschen wie Pilze aus dem Boden. Also kaum ist das Hilfsangebot da, trauen sich die Leute auch raus und nehmen diese Hilfe an. Und das freut mich natürlich sehr. Ein Ziel von mir persönlich ist, den Weg dorthin zu ebnen oder zu gehen und das voranzutreiben, dass wir an den Punkt kommen, dass trans so eine Eigenschaft wird wie hat eine Brille oder hat keine Brille oder trägt einen Ring oder trägt keinen Ring. Ich habe Hoffnung, dass diese Gesellschaft besser wird, dass sie toleranter wird und dass sie letztendlich in 10, 15 Jahren müssten wir solche Interviews gar nicht mehr machen, weil es einfach normal ist. Wir sind Frauen. Punkt, Ende aus. Da brauchen wir nicht diskutieren und behandelt uns als Mensch. Der 20. November, das ist unser internationaler Transgender-Gedenktag. Da gedenken wir allen transsexuellen Personen, die aufgrund transphober Gewalt zu Tode gekommen sind, die also zu Tode geprügelt wurden oder ermordet wurden oder sonst irgendwas. Und diese Zahl ist halt immer noch steigend, auch heute noch immer noch steigend. Und da kämpfe ich für, dass diese Zahl irgendwann vielleicht mal rückläufig wird.